Gut, die Stimmen der Toten, da wollen wir hin. Mal gucken, was sie uns zu sagen haben. Jep. Ja. Jetzt sind wir wieder hier in der Gegend, wo wir schon waren. Ja. Na gut. Und tschüss. Nein. So nicht, mein Freund. Nicht mit mir. Wir können doch nicht einfach von dir an der Wäsche greifen. Hier kann man nicht mal sein. So, ja, die Sioran-Krypta. Genau. Oh oh, viel Feinde. Viel Feinde. Was haben wir denn hier? Nein. Ich guck, was da für ein. Na gut, komm. Eis! Ja, das Feuer gut legen. Ah ah. Ah ah. Jawohl, ja, schmacht die Olja. Oh, hier haben wir. Was haben wir denn hier? Für leckere. Da gucken wir doch jetzt mal rein. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob. Ja. Aber gut, dann. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier durchkomme. Das ist es ja hier lang. Und dann hier durch oder hier durch und da lang. Weißt du was, komm. Wir probieren es einfach aus. Also was. Ja, ich mach mir da immer einen Kopf drum. Ja, nachher stehst du da irgendwo und da musst du wieder komplett zurück. Ja, dann stehst du nämlich da an. Da mit dem gewaschenen Hals. Oh! Scheiß Spaß. Ah, shit. Nein, nein. Jetzt verjagt. Das ist scheiß Spinnen, ey. Hat irgendjemand was zum Auskotzen? Nein. Nun denn, da sind schon wieder Spahinen. So, dann kommt mal alle her. Sehr gut. Ja, ich gucke mich trotzdem immer um. Ihr wisst ja, irgendwo kann ein Skelett rumliegen. Und irgendwas in der Hand haben oder was weiß ich. Irgendwas Wichtiges, was man finden sollte. Oder auch nicht. Aha. Oh oh. Ihr seid also Bisarans Handlangerin? Ich wusste, dass er eine Sterbliche in die Reihen des Hauses aufgenommen hat. Aber dass er euch schickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Wie erbärmlich! Ihr mögt mich vielleicht in den Kreislauf zurückschicken, aber wenn ihr euren Meister seht, dann sagt ihm Folgendes. Er wird die Sorgen niemals in seine Finger bekommen. Ich, wir alle, werden ihn aufhalten. Na ja, ich werde ja mal ordentlich ein Einkleister. Ja. Ah, ey, Sau. Wow. Der macht aber richtig Schaden, du Leckofuni. Hat der Schaden gemacht? Na komm, was meinte der damit? Wir werden ihn alle aufhalten. Also wir alle werden ihn aufhalten. Nein. Nein. Auch nicht. Das passt. Ich
Ich nehme mal an, die vermuten, dass da was nicht stimmt. Aber... naja. Ey, schon wieder? So. Faxen Dicke hier. Ach, was mache ich denn? So. Heimat, deine Stimme. Da ist noch eine. Oh, lecker. Ich brauche wieder einen Tisch. Ja, zum Zerklöppeln. Oh, schöne Sachen hier. Ja. Makelloser Flammenstiel. Makellos ist immer gut. Oh, Alter, was ist hier los? Au. So. Diese scheiß Spinnen, ey, die kommen hier überall raus. Kann ja wohl nie wahr sein. Da erschreckst du dich wie Sau. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Das hat dann nichts Gutes zu bedeuten. Nee, auf keinen Fall. Na, ei, ei, ei. Na, ei, shit. Gesehen? Nein. Nein, auch nicht. Das könnte es sein. Yep. Und Helm der Feinjäger. Des Feinjägers, ja. Sorry. Ich sagte es doch. Das ist der Elf. Ja, der. Der hat den Sturm nichts anzuhaben. Das ist es ja eben. Deswegen habe ich immer mehrere mit. Ja, Eis, Blitz, Feuer. Was weiß ich. Oh, oh. Aua. Also das ist hier wirklich kein Zuckerschlecken, das sag ich euch. Aber geil ist es. Ja, richtig fett und geil. Uka, 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 uka. Nein, nein. Dann komm. Uka, uka, uka. Ja. Lecker. So räumt man hier auf. Ist das nicht herzzerreißend? Sehr leicht. Dann tun wir uns auch das sehr leicht an. Ja. Immer noch nicht. Wisst ihr, das wäre, wenn ich jetzt hier rumgegangen wäre, hätte ich das schon hinter mir, aber... Wow. Gerade eben. Ja, schon wieder eine schöne Scherbe. Halt, ich muss. Moment. Ich muss zurück und hier rein, weil da hinten ist eine Kiste, habe ich gesehen. Ja. Und natürlich viele Feinde. Was
Nein, nein. So, mein Freund. So nicht. Boah. Grüezi wohl, ey. Er war ja. Boah, ich fühle mich so richtig wieder wie, als wenn ich das erste Mal spielen würde. Ja. Mittel. Kriegen wir das hin? Jo. So. Schöne. Schöne Sachen hier. Ich sag ja, ich muss sagen, also dieses Spiel ist wirklich unterschätzt worden. Ja, durch falsche Entscheidungen und alles. Das ist nun mal halt Pech. So, zack. Na, na? Nee. Will er nicht. Will er nicht. So. Nun haben wir das hier alles erledigt. Ja, ist das richtig? Jo. Alles Paletti-Spaghetti. Also hinaus. Oh, nein, 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 nein. So leicht mache ich euch das dann doch nicht. Gut, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, boah. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da. Komm, da reisen wir hin, aber so weit von. Jetzt reisen, würde ich sagen. Ey, was los? Oh, die Tür rührt sich nicht. Endlich. Endlich seid ihr zurückgekehrt. Vieles, vieles ist geschehen, während ihr fort wart. Das Haus wurde zerrissen. Nicht von den Tuata, sondern von uns selbst. Was? Was ist passiert? Was geht hier vor? Ich weiß, was passiert ist. Das Haus hat rebelliert. Seine anderen Mitglieder marschieren gegen die Tuata. Ich fürchte, sie könnten Bizaran angegriffen haben. Ich glaube nicht, dass er tot ist, aber wir müssen ihm zu Hilfe kommen. Ich kann spüren, dass Saturnin uns beobachtet. Wenn niemand Bizaran beschützt... Ja, warum hat das Haus rebelliert? Der eine hat das vorhin auch gesagt. Es wird euch schwerfallen, es zu verstehen. Aber es gibt viele, die in Bizaran nicht den wahren König unseres Hauses sehen. Obwohl viele Krieg gegen die Tuata führen wollten, hielt uns Bizaran zurück. Und während unser Haus um uns herum zerfiel, unternahm Bizaran nicht das Geringste. Ich will euch nicht anlügen. Auch wenn ich den Wert eurer Anwesenheit erkenne, hatten viele das Gefühl, eine Sterbliche zu uns zu holen, hätte die Grenze überschritten. Mit euch hat Bizaran seinen letzten Fehler begangen. Ja, der hat doch gesagt, der Saturnin, der macht das alles mit List und Tücke und nicht mit Kraft und alles. Und das hat er ja gemacht. Und Bizaran, ich weiß doch es nicht. Unglücklicherweise sind die Türen des Hauses von innen verriegelt. Ja, und? Ich bin in der Lage, einen Schattenschritt hindurch zu machen. Aber ich fürchte, ihr als Sterbliche müsst einen längeren Weg nehmen. Geht durch die Hallen der Prüfung, aber seid gewarnt. In den Gängen treiben sich jetzt Bolgan herum. Och. Saturnin hat bereits damit begonnen, uns zu zermalmen. Lebt wohl. Na, spitze. Ist das nicht geil? Ja, exzellent. Exzellente. Na gut, das hilft ja alles nichts. Wir müssen da durch. Und dann wollen wir mal. Ach, siehste, die beiden habe ich da oben vergessen. Na gut, dann wieder rein in die... Ich muss mich natürlich durch alles durchkämpfen. Gut, ja, da sind wir jetzt wieder in der. Aber eins machen wir vorher. Stufenaufstieg. Genau, 4 Points habe ich. Und jetzt werden wir mal die 4 Points irgendwie verteilen, ja. Machen wir mal Schlösserkunde. Nochmal Schlösserkunde. Mittelschwere Schlösser. Ja. Was ist das? Ja gut, das ist mir eigentlich vollkommen Schnitzel. Sichtweise, argloser. Ja. Und nochmal Schlösserkunde. Genau. Bestätigen. So. Moment. Macht wollte ich. Ja, mit Macht wollte ich ein bisschen vorantreiben. Was ist das hier nochmal? Sobald du unter 25%.
Ja, würde ich doch sagen. Was ist das jetzt? Derart hoch, dass deine Chance auf einen Volltreffer ein Quatsch. Werde auf Kosten der Rüstung kurzzeitig Resistenz gegen Unterbrechungen. Ja, ja, nehme ich doch glatt. Ah. So, was haben wir? Einen machen wir noch rein, 24. So. Zack, zack, zack. 5, jetzt haben wir noch 2. Was ist das denn hier? Oh. Okay. Wieso? Ah, nein. Genau. Hallo? Nein. Wieso? Aha, jetzt hat er es genommen. Auch gut. Jetzt gucken wir mal rein. Vielleicht ist ja irgendwas... Oh, Beschwörer 5. Das pusten ja alle... Ja, okay, ja. Wow, wow, wow. Aber dann fallen mir die alle weg. Ja, das ist mir also im Moment lieber. Ja. So, aber eins habe ich noch nicht. Ja. Jetzt mal gucken, was hier jetzt passiert. Ja. Oh oh. Ist ja wohl der Hammer, aber den Schaden, den es macht, das ist nicht der, aber wow. Also, yeah. Achso, nee, wir sind hier, klar, wir waren ja hier schon mal drin. So, wo muss ich denn jetzt genau lang? Also, ich muss mich da durchhäckseln. Ja. Also, wir haben hier einiges, warte mal. Sekunde mal, lasst mich... Lass mich mal eben was machen, aber... Jetzt kommt da der Nächste. Gut, Inventar... Nein! Fähigkeiten. Genau. Hör doch mal auf damit. So. Zack. Du kommst dahin und du kommst dahin. Heimat deine Sterne. Lecko Funny. Ja, das ist schon echt, jetzt muss ich echt... Oh! Jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Fähigkeiten. So, das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Was habe ich denn hier? Vergessen. Nee, auch nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich die wichtigen Sachen alle hier, ja. Das ist das Wichtigste. Das wird ja megamäßig. Kommt ihr mal? Oh. Also Strom mögen die alle nicht. Nee, nicht wirklich.
Oh, er hat auch noch was ausgekackt. Nee, siehst du, da habe ich was vergessen gehabt. Mann, muss ich da lang? Ja. Junge, Junge, Junge. Ich muss natürlich den langen Weg, ist ja wohl logisch. Das fetzt, let's fetzt, sag ich euch. Ja, ich habe auch eine andere Robe an. Ja, ich habe die Roben gekriegt, oder die Handschuhe, eine Robe nicht, Handschuhe, Kutte und Stiefel, Haus der Sorgen. Ja. Aua, hi. Der rotzt nix raus. Nee, eine arme Suppe war das. Ja gut, der hat auch keine Hose an. Wo soll das hinstecken, ne? Einfach nur ein Latz da vorne dran. Puh, ne? Eine Innentasche am Latz. Dann will ich das Geld nicht, nö. Eine Innentasche am Latz. Jetzt doch wahr. Furios. Auf geht's. Jetzt wollen wir uns den Kameraden doch mal zur Brust nehmen, oder nicht? Was sagt ihr? Es reicht langsam. Oh, wow, wow, wow. Ne, da haben wir ganz schön gewütet hier, das sag ich dir. So. Da ist er. Den Knaller. Ja, Bisa. Ihr seid gekommen, genau wie Taibri es gesagt hatte. Mhm. Es ist gut, dass ihr es geschafft habt, die Hallen der Prüfung unbeschadet zu durchqueren. Aber hier sind größere Ereignisse im Gange. Das Haus hat möglicherweise seinen letzten Atemzug getan. Wenn du meinst, was soll das heißen? Die Rebellen haben sich auf einen törichten Marsch begeben, um Krieg gegen die Tuatha zu führen. Sie sagten, sie würden sich in einer Festung sammeln, die man die Halle der Gefallenen nennt. Ich habe versucht, sie davon abzubringen. Aber sie haben mich ignoriert. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber sie haben nicht auf mich gehört. Für sie hat der Krieg begonnen, als ich König der Sorgen wurde. Und nun endet meine Herrschaft. Doch genau das will Sartonyn, Sterbliche. Ohne Führung sind die Rebellen leichte Beute für ihn. Somit ist es nun an euch und Taibri, sie zu retten. Warum haben die Feinde rebelliert? Das Haus der Sorgen hat vor Jahren gezwungenermaßen einen Pakt mit den Tuatha geschlossen. Er besagte, dass das Haus vor den Tuatha sicher wäre, wenn es sich nicht in ihren Krieg einmischen würde. Darüber hinaus forderten die Tuatha, dass wir einen etwas entgegenkommenderen König ernennen. Einen, der den Pakt einhalten würde. Und so wurde ich erwählt. Ich wurde das Gesicht unserer Unterwerfung. Und als Sartonyn die Tuatha dann in den Kampf gegen uns führte, hatte das Haus keinen Grund mehr, auf mich zu hören. Sartonyns Entscheidung, diese Rebellen auszulöschen, war eine Fehleinschätzung. Denn er hat nicht mit euch gerechnet. Diese Tatsache müssen wir ausnutzen. Sartonyn wird sich in irgendeiner Weise zeigen müssen. Geht nach Süden und bringt so viel wie möglich über ihn in Erfahrung. Tötet ihn, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ich habe Taibri angewiesen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um euch zu unterstützen. Sie ist jedoch für diese Art von Arbeit nicht so geeignet wie ihr, Sterbliche. Gebt auf sie Acht. Na super. Klasse. Jetzt muss ich das auch noch machen. Die beschützen und hast du nicht gesehen. Ja gut, komm, lass uns erstmal hier raus. Ja, meine Güte, ne. Warum geht er eigentlich nicht mit? Er ist doch eigentlich für den... Ja doch, der ist ja auch nicht... Aber ich glaube immer noch, dass das Sartonyn ist. Oder ich vertue mich wieder ohne Ende. Ja, absolut. So, dann gucken wir mal, wo das ist. Ach du Schande, da muss ja ganz da unten hinrennen. Das reicht nicht mehr für diese Sendung. Nein, für diese Sendung, für diese Folge. Und ja, dann mache ich jetzt halt mal etwas früher Schluss. Was heißt früher? Eigentlich passt es. Und dann sehen wir uns gleich mitten im Kampf oder vor der Bude wieder. Oder ich entscheide mich anders.